Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier auf diesem Kanal, beziehungsweise zu einem weiteren DVD-Review. Und heute haben wir mal wieder einen Film aus der Trash Collection vorliegen, und zwar Tornado, beziehungsweise Cyclone aus dem Jahr 1978 von René Cardona Jr. Und dann weiß man ja schon, womit man das bekommt, denn René Cardona Jr. war der mexikanische Müllfilmpapst, sage ich mal, ja, so wird er auch ab und zu genannt. Und das hier ist einer von seinen vielen Katastrophenfilmen, sowas wie SOS, Bermuda-Dreieck hat er ja auch noch gemacht. Oder aber auch noch so vollkommen absurde Filme wie Die Rache der 1000 Katzen. Und seine Filme sind zuhauf in der Trash Collection zu finden. Dieser hier als Nummer 76, hier auf dem Spine. Natürlich sieht es sehr, sehr schön aus, wie immer. Dieser blau-rote Spine, sehr, sehr schön. Und auch das Cover sieht richtig, richtig schön gezeichnet aus. Ist eigentlich auch nicht so scharf, also die Auflösung, oder ist jetzt nicht so scharf aufgedruckt, aber es sieht trotzdem cool aus. Schön gezeichnet, auch detailliert hier im Hintergrund diese Menschen, die da, weiß ich nicht, sich auflösen. Und dann hier diese Leute, die sich am Felsen festhalten, das sieht schon cool aus. Dann hier hinten sieht man auch schon ein Flugzeug stürzt ab und dann dümpeln die Leute halt auf irgendwelchen Schiffen umher. Und nein, das ist kein Tiersnuff. Ja, René Cardona Jr. ist bekannt dafür, dass er Tiersnuff in seinen Filmen eingebaut hat. Nein, dieser Hai wird hier nicht attackiert, sondern dieser Hai hat attackiert und ein Bein abgerissen. Also nicht der Hai blutet, sondern die Beine bluten. Bonusmaterialien haben wir jetzt nicht wirklich viel. Wir haben noch eine Alternativfassung, die 114 Minuten geht, wovon abzuraten ist, weil der Film so schon zu lange ist. Und er geht 98 Minuten und das sind 98 Minuten zu viel. Wir haben noch zusätzliche 10 und so. Ja, also, na. Und wir haben hier noch ein Alternativcover, welches auch ganz cool aussieht, allerdings auch nicht im Ansatz das wiedergibt, worum es im Film überhaupt geht. Tja, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich groß zu diesem Film sagen soll. René Cardona Jr. scheint auf jeden Fall ein großes Talent dafür zu haben, viele, viele Minuten mit sehr wenig Inhalt zu füllen und so 30 Minuten Film auf mindestens 2 Stunden strecken zu können. Ja, das war auch schon bei SOS Bermuda-Dreieck so, aber da hatte man halt noch aufgrund der recht schönen Location noch eine mystische Grundstimmung und das Bermuda-Dreieck ist sowieso irgendwie ein interessantes Thema. Ja, hier geht es dann aber einfach auch nur darum, dass irgendein Unwetter auf einer weniger schönen Südseeinsel wütet. Also man kann sich nicht mal mehr an den schönen Bildern erfreuen, weil das Ganze halt auch irgendwie ein bisschen trostlos aussieht. Da wird einfach ein bisschen Wasser geworfen und die Palmen werden umgestoßen. Und nachdem Cardona etwas Stock-Footage eingeschoben hat, passiert in der restlichen Laufzeit, also knapp 100 Minuten, wie gesagt, kaum was. Ein paar völlig seelenlose Charaktere treiben im Wasser umher und ja, fertig. Ja, ernsthaft, in der spanischen Fassung soll es dann noch etwas mehr um Kannibalismus gehen, aber das wollte ich mir auch echt nicht mehr antun, denn der wird sowieso, ja, sehr unblutig inszeniert und sowieso sehr unspannend. Also Cardona hat auch das Talent dafür, Sachen extremst unspannend und ohne jeglichen Elan zu inszenieren. Hut ab. Jedenfalls kann man sich die Plörre getrost schenken. Auch die Hai-Attacken sind sehr zahnlos inszeniert, von Action-Abenteuer fehlt jede Spur und ich würde diesen Film direkt hochkant aus der Sammlung schmeißen, wenn er denn nicht in einer schönen Hardbox von 10 Pfund in der Trash Collection erschienen wäre. Ist übrigens auch kein unterhaltsamer Trash, wie gesagt, weil es passiert halt einfach absolut gar nichts und das ist ja noch schlimmer. Ein ja, schlechter Film an sich, der kein großes Budget hatte, ist ja nicht schlimm, aber wenn der Film dann auch noch langweilt, wie hier, dann ist es wirklich vertane Lebenszeit. Cyclone. Impressive. Now take it. Push. Human. I never had a child. Yours is so beautiful. May I give her a kiss? I'm hungry. Shut up, you coward. Cyclone, a super production starring Arthur Kennedy, Carol Baker, Lionel Stander, Hugo Stiglitz, Andres Garcia, Mario Almada, Olga Carlatos, Stefania Damario, Milton Rodriguez, Al Coster, and a large supporting cast. Cyclone, a true story of survival. Their extreme condition
pushes them to commit the worst act of all, cannibalism. A spectacular film directed by René Cardona Jr. Cyclone. Music by Rhys Ortolani. A breathtaking story based on true fact. Where the fury of the sea and its dangers are always about to strike its victims. A thrilling film that will startle you. Cyclone.